Ja, moin und willkommen, also es ist nicht mehr moin, es ist eigentlich schon spät, aber trotzdem willkommen zu diesem weiteren Graz-Stream. Heute wird kein Motor auseinander zusammengebaut oder was auch immer damit gemacht, sondern es gibt mal wieder einen Auspack-Stream. Es könnte sein, dass es hier drin ein bisschen halt, ich hoffe, das fällt jetzt nicht zu sehr auf, aber damit müssen wir jetzt mal leben. Warum kam länger nichts? Also es kam ein Video. Es kam ein Video zu den Tankemblemen der DB200. Wer das noch nicht gesehen hat, später auf jeden Fall noch nachholen. Das ist ein bisschen schlechter geklickt worden tatsächlich. Also entweder, weil es nicht jedermanns Thema war oder weil es eben, ja, weil eben schon länger kein Video mehr gekommen ist. Ja, und dann kam auch ganz viel nichts, weil ich habe jetzt eine, ja, fast zwei Wochen lang flach gelegen. Hatte Probleme mit dem Mittelohr und ja, jetzt auch noch so ein bisschen schulischer Stress. DD schreibt moin, moin zurück. Da sind wir jetzt wieder. Das Paket liegt jetzt schon seit zwei Wochen hier rum und wurde, also ich habe es mal aufgemacht, weil ich einen Teil gebraucht habe. Der Rest, also es war ein Luftfilter, so ein kleiner Metallfilter für eine Bergsteiger. Der Rest ist jetzt aber noch hier drin. Und das packen wir mal gemeinsam aus. Was haben wir ja schon mal vor einem Jahr oder so gemacht. Das war, ist schon relativ lange her. Also das ist jetzt alles vom Großhändler. Das bekommt ihr so als normale Kunden gar nicht. Also das Zeug dann schon, aber das kommt dann eben von anderen Händlern. Das ist jetzt vom Großhändler. Das haben wir hauptsächlich zum Instandsetzen gekauft. Beziehungsweise dann auch für, naja, Kundenfahrzeuge und so Sachen, beziehungsweise für Videos, teilweise noch zum Vergleich. Und ja, ich will auch mal wieder so ein Top oder Schrott machen. Das ist ja auch schon nichts mehr gekommen. Ja, ist ein relativ großer Kasten. Also hier ist mein Arm, so ein Vergleich. Sehr lang. Ich habe hier so ein paar IKEA-Kästen, die stehen da unten. Also die Kamera reicht nicht, um das alles zu filmen. Aber nicht weiter wichtig, denn es kommt ja auf die Teile an. Also ich nehme mir da immer was raus. Sag was dazu und dann lege ich das in den Kasten. So, fangen wir mal ganz normal. Ups, ist weg. Also da stehen jetzt nur interne Bezeichnungen von denen drauf. Da stehen jetzt leider keine Zündabnummern drauf. Die muss ich mir dann die Tage eben selbst drauf machen. Das wäre jetzt vielleicht auch interessant gewesen für den Stream, die rauszusuchen. Aber ich habe jetzt keine Kataloge mitgebracht. Ich bin nicht im Lager. Von daher geht das jetzt nicht. Also hier steht jetzt keine Nummer drauf, aber eine Anzahl von 10. Also das sind jetzt 10 Zylinderdeckeldichtungen aus Alu. Dann haben wir hier die, das sind nochmal extra verpackt. Das sind jetzt 30 Stück. Also 3 Päckchen, 3x10 Mitteldichtungen. So Standard Mitteldichtung eigentlich bei Zünder. Die braucht man immer. Die gehen weg wie nix. Dann nochmal dasselbe mit den Kupplungsdeckeldichtungen. Ich habe die Ersatzteilnummern jetzt nicht im Kopf. Ich habe da auch gerade relativ viel anderes Zeugs drin. Die werden dann richtig einsortiert und dann ist gut. So, mal schauen, ob hier noch irgendwo Dichtungen sind. Dann kann ich die alle ins selbe Kästchen räumen, damit die eben nicht zerdrückt werden. Weg. Ein paar schwerere Sachen. Ah, der Grund, warum ich das Ganze filme, ist, weil das relativ teuer war und weil ich dann eben auch mal die Chance nutzen möchte und sowas dann halt auch zeigen möchte. Hier sind Lenklager drin. Ganz viele. Das sind jetzt die mit Käfig. Es gibt ja auch welche mit Kugel, also mit einzelnen Kugeln. Und das sind 15 Stück. Für C50 und so weiter. Noch irgendwo sowas? Ja. Hier sind nochmal welche, das sind glaube ich dieselben. Ja, das sind dieselben. Also entweder sind das jetzt nochmal 5 und dann sind es insgesamt 20 oder das zählt jetzt zu den
wie gesagt, die Kästchen hier, oder das Kästchen hier, das liegt schon eine Zeit bei uns rum. Ich habe jetzt auch vergessen, die Rechnung auszudrucken. Ich hatte jetzt auf die Schnelle so die Idee, dass man da ja mal wieder einen kleinen Stream machen könnte, dass halt auch mal wieder was kommt, weil ich eben die nächsten Tage ziemlich, ja, beschäftigt bin und auch am Wochenende wahrscheinlich nicht so viel kommen wird. Weiter geht's. Ein Vergaser. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich den bestellt hatte. Das ist ein Nachbau von einem Bing. Also kein Original. Auch wenn da ein B drauf steht. Da steht auch ein B drauf, aber kein Bing-Logo. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, den bestellt zu haben. Kann man mal testen, wie der so ist. Es kann natürlich sein, dass da noch Sachen im Rückstand waren vom letzten Mal. So, dann ganz viele Vergaserfedern. Fragt mich jetzt nicht, für welchen Vergaser die sind, denn wir nehmen die für das SKA. Ich glaube, ich irgendwie 30 Stück oder so, weil das die Anzahl an SKAs, die an SKA 133 ist, die wir gerade fertigen. Dann ist alles so in Plastik verpackt. So, das sind beides Dreigang-Ziehkeile von Yasil. Ein gutes an. Die Firma meint immer, sie müssten Zünder zensieren, weil die wahrscheinlich keine Namen, Marken, Rechte haben, wobei das natürlich nur für das Bild Recht geht. Also natürlich darf man das Zeug trotzdem so benennen. Man darf ja auch für ein VW irgendwelche Teile verkaufen oder passende Teile für VW, auch wenn man kein VW hinterlässt. Die hier gehen wahrscheinlich. Git? Das sind doch nicht die für bei uns. Die fühlen sich an wie ein Kondom. Speckig. Das muss ich nochmal genau überprüfen dann, aber nicht jetzt. Ah, das sind die, die ich wollte. Sind das die für die 100er? So, das sind die für die C50 und so. Gucken, wie die sind. Die sind hier alle gar sehr dünn in den Ecken. Vermute mal, dass die wie die anderen auch relativ schnell, gerade hier unten, wo die dann extrem gedehnt werden, reißen die dann relativ schnell. Stinkt auch nach dem typischen China-Gummikram, aber naja, ich sag's mal so, besser schlechter als gar kein, aber naja, da müsste auch mal einer was machen. DD schreibt, gibt es öfter mal dazu, damit die das loswerden. Ich denke, das ist auf der Vergaser bezogen oder so. Und Zündapp-Freunde Passau schreiben, Servus, machst du mal ein Video zum Überholen eines 314er Motors? Du ist aktuell so, also der ist schon länger, der ist von einem Bekannte. Deshalb hat er Zeit, weil der sich auch Zeit lost für das Rad. Der ist schon länger da und der wird irgendwann gemacht, aber nicht in einem Livestream, sondern in einem ganz normalen, regulären Video, damit wir das halt alles ganz genau zeigen können. Die Streams sind interessanter für halt so ein bisschen zur Belustigung und also so ein bisschen nebenbei gucken. Und die Videos sind dann halt richtig schwer selbst zu machen. Dann hier ein Tütchen.
Tütüt, 5 Stück. Pleuel, geiles Zeug. Schon hat er doch kein Messer hier, oder? Hab ich ein Messer? Nein. Schon gar nichts. Das ist so traurig. So. Das ist ein ganz normaler Nachbau-Pleuel für, hier steht es dann drauf, 2, 3, 4, 5. Also die kann man für so ziemlich jede Kurbel will, also so 50 Kubik auf jeden Fall. Unter anderem, auch, also wir bauen die auch um für die 248. Da musste Bolse dann gekürzt werden. Deshalb habe ich schon noch ein paar bestellt, damit wir genügend für alle da haben. Mal halt jeden Motor markern. In der Regel lohnt sich das bei C50 Sport oder sowas nicht, weil es eben gute Nachbaukurbelwelle gibt, die insgesamt günstiger sind. Die meisten Leute wollen das Geld auch gar nicht ausgeben, dann, dass es halt kostet wird, die zu machen. Ja, und dann nimmt man halt einfach die neue Kurbelwelle, die ist gut, die sind zuverlässig und die alte können irgendwann immer noch gemacht werden. So, das hier sind diese gebaute Lager, wie sie bei der zum Beispiel KS50 Motoren drin sind, 5-Gang. KS100 waren, glaube ich, auch dieselbe, oder jedenfalls bei der eine, die wir jetzt gerade hier haben, waren das die gleiche. Das sind Nachbaute. Ich habe keine Ahnung, wo sie die herstellen. Das weiß man aber bei so ziemlich gar keinem Lager mehr. Das sind, wie viel waren das? 6 Stück nur, ich dachte, ich hätte 10 bestellt. Naja, manchmal sind Sachen im Rückstand, die kommen dann anders. Die werden auf jeden Fall noch ganz genau geprüft, wie die sind. Die hatten wir bisher zwar schon gehabt, die waren gut, aber ich hatte vor kurzem was von einem, ich weiß nicht, ob es Zuschauer oder generell, der hat mir was geschrieben, dass da so ein Spiel drin gewesen wäre, dass ihm die ganz, also der Motor nicht mir gemacht, der wäre aus Holland gekommen. Und da wäre angeblich ein neues Lager in den kommen, das kann man jetzt natürlich, also es kann immer viel behauptet werden, es kann auch ein altes Lager gewesen sein, vielleicht waren da nicht gehärtete Welskörper drin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls wäre das alles auseinandergeflogen. Deshalb werden die genauestens überprüft, aber bislang haben wir keine Probleme damit. So. Dann haben wir hier einen ganzen Satz Stehbolzer. Scheiben sind auf jeden Fall ein bisschen dünn. Ich wusste aber auch gar nicht, dass die Scheiben überhaupt dabei sind. Ist auch toll, dass. Und irgendwas schon wieder. Das hier ist so ein 120 lang. 6er. Bergsteiger oder so. Kommentare. Das Tonnenlager glaube ich fast eher nicht. Wir haben tatsächlich mal eine Ritzelwelle gehabt, die untermäßig war von Yasil. Das ist dann richtig kacke. Aber in der Regel habe ich jetzt schon gemerkt, oder haben wir gemerkt bei Yasil und Rito, dass Kurbelwelle und Welle generell bisschen aufmaßig sind und deshalb viel mehr im Lager klemmen, also in der normale Welslager oder in der normale, ja, halt normale Kurbelwelllager und so. Das ist uns jetzt schon Sponsor gekommen, das war Basis aus den Streams, dass man das ein bisschen geklemmt hat mit der Kurbelwelle. Aber wird auf jeden Fall im Auge behalten, dass man dort noch irgendwann eine Aussage zu treffen kann. Nachdem wir jetzt eine KS50 da hatten, bei der hier drin alles, also das, die Filterkammer komplett verfuscht war. Und irgendwie, es war wohl irgendwie von einer KS80 verbaut und auch ein Gummi, und das war abgeschnitten. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Bilder hochgeladen habe, und ich mache es auf jeden Fall noch auf Instagram. Und da hatte ich dann schon so eine hier beigeschafft. Und jetzt sind hier noch einmal zwei, falls es wieder vorkommt.
damit mal immer alles do hat. So, Landburb schreibt, moin, wie geht's dem Zündapp GTS 50 Motor? Liebe Grüße, Luca aus Ulm. Wie gesagt, ich war krankgeschrieben, ich konnte leider gar nichts machen und dein Motorgehäuse ist noch beim Schweißen. Der hat aktuell auch nicht so die Zeit, das ist auch schon ein älterer Mann. Verzeih, dass ich das irgendwann lerne, aber da habe ich aktuell gar keine Zeit für. Von daher, sobald der kommt, dann müssen noch die im Kurbelraum, also oben, da ist das Bläuel mehrfach. Ich weiß nicht, ob es bei euch war oder schon beim Vorbesitzer oder bei wem auch immer, ist das Bläuel ein paar Mal eingeschlagen, das Gehäuse, das muss geflickt werden, oder ein bisschen gerade gezogen werden. Und dann ist der Arsch schon so gut wie wieder zusammengebaut, also das hängt jetzt noch am Schweiße. Und ja, die Woche wird wahrscheinlich generell gar nichts passieren, also jetzt so die nächste, weil ich, wie gesagt, mit Schule und so Sache gerade ein bisschen was, also nicht reguläre Schule, sondern halt eine, was war das jetzt, war das jetzt Fort- oder Weiterbildung? Ach egal, also Zeugs, jedenfalls wichtiger Krams und dann geht's dann mal wieder mit Vollgas an die Sache. Und dann ist der irgendwann mal soweit, es sind nach ein paar mehr Motoren schon fertig, wo die Rechnungen noch gemacht werden müssen. Da können sich einige Leute schon drauf freuen, dass sie im Sommer ein bisschen Moped fahren dürfen. Weiter geht's. Das sind die Schwingelager für die KS50. Da hatten wir nämlich die letzte, die wir noch hatten, in die Grünen gesteckt. Steht das Made in Europe, das kann alles bedeuten. Die sehen mal ganz sauber aus, die sind auch schön verzinkt. Das wird wahrscheinlich August oder irgendwie sowas sein. Wäre jedenfalls zu hoffen. Da müssen wir mal prüfen. Ich habe jetzt keine Schwingeachs hier. Müssen wir aber mal prüfen, wie die funktionieren oder ob wir da dann. Also wahrscheinlich müssen wir da auch neue nehmen. Und dann mache ich zu den Teilen hier auf jeden Fall mal ein Video, ob die brauchbar sind. Das hier ist jetzt ein. Erkennt's? Schreiben Sie in die Kommentare, wenn ihr erkennt, was ich war hier geschmissen habe. Und leider hat es kein Zündapp-Logo. Was wirklich schade ist, weil das ist sehr schöner Nobau. Also der ist wirklich gut. Naja, für KS50 oder GTS oder sowas mit einer Verkleidung vorne dran. Oder Enfield. Ja, das bei einem Enfield ist ja egal, ob das blöde E drauf ist oder nicht, aber bei Dingen, wo es verkleidet ist, oder wenn man halt, also manche Leute machen sich dann ja auch gerne Aufkleber drauf, das hatten sie schon bei der Originale gemacht, also großer Zündapp-Aufkleber drauf gemacht oder von diese, hier sind die Teile, von der KS50, von der KS50 die Embleme drauf. So, DD schreibt, da passt der Zündapptacho nicht. Da muss ein extra Loch gebohrt werden, gibt aber einen. Was? Also wahrscheinlich einer auf Kleinanzeige, der die Aufkleber original getreu. Ja gut, das waren ja aber keine Aufkleber, das war ja original quasi wie ingefräst, also tiefer gesetzt, nur der Strich. Könnte man wahrscheinlich machen lassen, wenn man unbedingt Lust drauf hat. Ich denke, dann ist es günstiger, sich einfach original zu besorgen, das noch gut ist. Die gibt es ja auch noch. Und für alles andere, wo es eben auch nicht so super drauf ankommt, ja, dann zack, Aufkleber drauf und gut ist es. Schon ein Gradwerk Aufkleber drauf. Das ist jetzt auch mehr so zum Test, einfach was die hergeben. Ich kann es jetzt selbst nicht genau sagen, ob du dein Tacho überhaupt hinpasst. Ich habe Originale hier leihe, ich habe auch schon Originale so meine 175, das mache ich dann nochmal ab. Und dann machen wir auch hier mal ein schönes Vergleichsvideo dazu. Und gucken uns das mal an. Ich kann jetzt nur auf den ersten Blick sagen, also vom Kunststoff sieht es stabil aus und die Musterung sieht okay aus.
Ich denke, die ist, ich glaube, original ist ein bisschen schöner noch, aber das ist halt eigentlich irgendwie immer so. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich eine Auspuffshell gekauft habe. Aber wie gesagt, da also können noch Rückstände vom letzten Mal dabei sein. Ich bestelle also mal bei mehreren Händlern und ich vergesse dann mal wieder, was ich jetzt eigentlich bestellt habe. So was schreibt er. Sorry, Autokorrektor, der Zündabtacher hat den Ausgang am Rand, die Enfield mit. Ach so, so rum, ja. Okay, gut. Ich denke nur bei der Enfield hast du teilweise gar nicht so die Möglichkeit und dann macht man da halt ein Loch hin. Man muss es ja nicht hinkrutzen, man kann es ja auch schönen machen. Dann geht es ja auch, wenn es halt gar okay. Weil mir ging es mehr um den Aufkleber, dass, ob da jetzt das Enfield-Logo drauf ist oder nicht. Bei einem Enfield, wenn juckt das. Wobei wir auch schon Enfield-Motor gemacht hatten. Und dann ist ziemlich so viel Geld hingegangen wie Zünder, also da gibt es scheinbar mittlerweile auch die Sammlerszene für, was du irgendwie schäfst, dass die Dinger nicht auf dem Schrott landen. Eine Auspuffschelle. Was ist das da drin? Ist das Wurst oder ist. Und dann habe ich mal eingekauft zum Test. Zünderfreunde Passau, Cockpit neu mit Logo eingraviert, gibt es beim Zündermutter für 40 Euro. Also bei dem kostet das Cockpit mit dem Logo drin 40 Euro. Ja gut, das ich weiß jetzt nicht, was das hier gekostet hat, aber wenn man sich das so kauft und dann umfräsen lässt, ist es auf jeden Fall teurer. Also dann kauft man es lieber bei dem. So, Reparatursatz hier für die Handschaltgriffe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war im Angebot. So ein bisschen gemischtes Zeichen. Ich wollte aber nicht in dem dunklen Grau. Das soll eigentlich das helle Grau haben. Das sind die Gummi für in die Lampengehäuse 517 so. Die waren eigentlich die ganze Zeit so helleres Grau. Das hat mir besser gefallen. Jetzt ist das so dunkles Grau. Das ist irgendwie nicht so doll. Naja, nein. Kleiner. Nordlies für die Vergaser. Zwei verschiedene Art Lager für die Kupplungsbetätigung, also der Druckpilz. 4 Moll und 10 Moll. So, dann ist das ein Testkauf von einem Benzinhahn. Ich will ihn jetzt nicht auspacken, weil ich ein Video auspacken will da dazu. Da haben wir noch Originale und wir wollen mal vergleichen, wie die sind. Ob die was tauchen. Tauchen, ja. Taugen. Wenn ich noch ein paar Mal hinschmeiße, dann nicht. Das hier war Fehlkauf. Das ist für Holland. Aber ja, ich behalte es mal für ein Video. So, dann hier so billiger Zündschlüssel. Einfach weil ich mir dann wahrscheinlich an mein Schlüsselbund oder so mache, dass ich nicht immer den Schlüssel suchen muss, sondern einfach das Moped nehmen kann. Und dann, wie mich das letzte Mal so geeiert haben, zwei neue Fettere, dass wir mal ein paar mehr Flagge haben. Und warum auch immer nur E-Ständer? Boah, ich meine nach das. Oh, das ist schön dick. Wenn jetzt mal endlich die Wandstärke kriegt. Fast wie original, aber ich wundere mich, warum es nur einer ist. Ja. Wenn das ich mehr bestellt hätte. Das wegräumen. Dann nehmen wir hier. Seid ihr noch dieselbe Nummer? Für die Vergaser drauf. Die Gummischer, das sind jetzt, glaube ich, irgendwie 20 schnell 6 Stück und Nummer 4, also 10 Stück. Warum auch immer die das so ernst machen. Dann eine Yazil 5-Gang Fußschaltwelle, also die Innenwelle, oder die Hauptwelle eigentlich, die muss noch zusammengebaut werden. Also sie machen gut die Arbeit, das sieht top aus, da haben wir schon mehrere Wellen mittlerweile verbaut von denen, die sind
bislang eigentlich immer gut gewesen. Klar kann es passieren, dass man da ein Montagsprodukt kriegt. Kann aber bei Originalware genauso passieren. Ist ja nur ehrlich. Bei Originalkram noch ehrlicher. So, und dann nochmal. Ach, wieder zensiert. Aber 2x5 Gang. Ziehkeile. Wobei die in der, also die sind oft noch gut. Das hat man relativ, bei der Rolle hat man es also noch, bei der RS, da haben wir die schon gewechselt. Klar, es kann immer was passieren, deshalb haben wir die FV-Flage, man guckt noch. Wenn sie gut sind, bleiben sie. Wenn sie verschlissen sind, dann fliegen sie. Und hier noch, ich glaube, das sind jetzt die Viergang. Da hockt halt irgendeiner im Lager und muss den ganzen Kram hier zusammenpacken und ins so schnell zusammenbinden, nur dass ich es wieder aufmache. Ja, das sind dann die Viergang. Auch nochmal zwei, einfach, dass man so viel Lager hat. Dann einen CS-Auspuff, das gebauene Ding, Nachbau. Ich dachte, weil die Schraube hier wäre von Werbus, ist aber nicht. Die sind wohl ganz gut. Schon jetzt kein Moped, wo ich es dann testen kann. Und jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4. Ah, hier ist noch was. Hier ist noch eine fürs Bremspedal, die Welle dazu. Weil die sind immer abgenutzt. Da versuchen auch aus irgendwelchen Leuten auf eBay die Dinge in Gebrauch zu verkaufen, die dann komplett ingelaufen sind, die können ja fertschmeißen. Also das Einzige, was man mit denen noch machen kann, ist irgendwas draus drehen, also das Material benutzen. Und sonst sind die Dinge fertig. Also hier kann man echt, hierbei ist es sowas von egal, ob das so ein Original ist oder nicht. Die No-Bau, die hier sind gut, die sind sogar schon verzinkt, die sind nicht abgenutzt. Die Sägeringe sind dabei. Der Schmiernippel ist dran, Schäme mit Silber, Schmaft zusammen, also mit dieser Alupaste, dann korrodiert da nichts und dann ist das wunderbar. Habe ich an der Blau C508 dran. Geht wunderschön. Ja, und dann gucken, dass hier was runtergerutscht ist. Hier sind jetzt 5 Moll. Nachbarauspuff, der sieht hier, ich glaube, das hier ist ein bisschen unschön, die Schweißnaut, aber oh, man sieht mich, hallo. Ja. Die müssen wir mal testen, weil ich habe einen Enner 570 an der Goldbeige, habe ich einen Nachbarauspuff dran und das Ding ist eine lahme Krücke. Das Teil macht echt keinen Spaß. Der Auspuff sieht zwar toll aus und er ist wunderschön verchromt und er glänzt. Aber die Dinger sind nicht wie original. Das Ding, mir hernach schon Sache dran geändert. Es bringt einfach nichts. Und andere blaue C50 Sport und andere Polizeikombinette sind zwei richtig abgeranzte Originaltöp dran. Und die Dinger ziehen ihr 60, 65 km/h und die machen Spaß. Von daher, wenn die Dinge genauso sind, dann ist das hier eigentlich jetzt ein bisschen Edelschrott. Gab es im Angebot mir ein paar genommen, wir testen sie und da gibt es auch mal ein Vergleichsvideo. Und dann noch ein Schmankerl. Die waren tatsächlich ausverkauft. Ich habe 10 Stück bestellt. Ich hab jetzt Anycreed. Und hat es rausgeschnitten. Aber 80 Kubik, KS80. Jenny Rito. Das ist, ja, da gibt's wohl aktuell irgendwelche mit dem KS50 oder irgendwas. Ich habe da irgendwas gehört, aber da ich mich nicht für Tuning interessiere, habe ich mich da nicht näher mit beschäftigt. Das hier ist ganz normal KS80. Ja, die kommen dann ins Lager, die anderen kommen, sobald sie wieder verfügbar sind. Ja, Rito, also
also die kann man wirklich empfehlen, da immer wieder Leitfrohen. Yasil, Rito, beides gut. Bei größeren eher, also Mobbitcher ist Yasil völlig in Ordnung. Die Dinge, ich glaube, Portugal kommen die, da fahren die mit den Mobbitchers noch täglich rum. Und ja, die müssen irgendwie funktionieren. Also hier die Dinge, hier zum Beispiel Yasil. Rito ist auch aus Portugal, weil die händet ja auch so KS50 und so Motoren ihrer heimische Fahrzeuge. Also da gab es ja, also hier sind die Casal und so weiter. Von daher die Dinger laufen. Also Yasil wirklich super. Wir bauen diese Halbwange, Kurbelwelle ganz gerne in die Mobbitchers in und dann halt KS50, KS100, KS125, KS175, KS80, dann die Rito, Vollwange und so Sache. Die kosten ihr Geld und das ist auch nicht billig, aber gebraucht die Kurbelwelle wieder zu machen. Eine neue Pleuel ist in der Regel mit Arbeitsstunde und so auch nicht teuer. Quatsch, das kostet auch nicht viel weniger, also es kostet am Schluss dasselbe Geld. Und dann hat man auch ein Nachbaupleuel drin. Und dann kann man halt auch das ganze Ding klein neu nehmen. Wobei ich der Letzte bin, der Originalität verteufeln würde. Es macht nur in der Regel zeittechnisch und geldtechnisch kaum Sinn. Robin H. schreibt, wo ist die Teile bestellt? Die sind von hier Moped Sport Grad GmbH. Das ist ein Großhändler. Das hat nichts mit Gradwerk zu tun. Das ist ein Großhändler für Mopedteile. Kann man nur als Gewerblicher, als Händler, als Werkstatt, als was auch immer bestellen. Und ja, so kaufen die meisten Mopedteile, Händler, die Sachen. DD schreibt, witzig ist, Yasil und Rito sind im selben Dorf. Das ist tatsächlich lustig. Und wenn das so ein richtiges Dorf ist, ist das noch viel lustiger. Und es ist bestimmt auch lustig, wenn die Leute sich da dann bekriegen, wer jetzt, was jetzt besser ist, Yasil oder Rito. Und das ist dann so zwei, so wie das linke und das rechte Twix. Also es ist im Endeffekt dieselbe Firma ist, aber die sich einander irgendwie hassen. Das wäre irgendwie lustig. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen komische Fantasie. Egal. Ich finde sie jedenfalls beide gut und wir verbauen beide. Wobei man sagen muss, Yasil ist oft irgendwie ein bisschen lustiger, ein bisschen farbenfroher vom Druck. Wobei Rito jetzt auch so schwarze Kästchen hat, die sind ach, aber naja. Die Wahrheit ist, die Kästchen fliehen in den Müll und haben einfach nur Geld gekostet. Also meinetwegen könnten die das auch in irgendwelche so, alte Eierkästchen packen, das wäre mir auch egal. Sieht natürlich toll im Regal aus, wenn man hier ganz viele von deiner Kästche hier hinstellen kann. Da, das ist hier schon ein Hingucker. Oder diese Ziehkeile hier, wenn man die irgendwo auffängt, das sieht ja auch toll aus. Bei Zündab hat man die einfach nur in so ein bisschen Plastik, wo Zündab in Grün drauf gestanden hat. Originalersatz, da hat man die so Inge oder ich weiß gar nicht mehr. Das meiste ist ja dann nicht mehr original verpackt. Ich weiß, dass viele in einem Kästchen, so ein ganz einfache braune Kästchen drin sind mit eben dieser Schrumpffolie umwickelt, wo Zündab draufsteht. Aber natürlich auch nicht alles. So, jetzt nochmal, ich mache hier gerade die Sache vom Tisch und stelle die Kästchen nochmal drauf, dass wir nochmal einen letzten Blick erhaschen. Bevor es dann in der Kasse geht. Ins Lager. So. Ja, das sieht jetzt natürlich einfach nur noch wild aus, weil das immer in deiner Tütsche hier drin ist. Wie gesagt, das kommt dann natürlich raus. Also für die Dichtungen zum Beispiel haben wir so Schubfächer. Da kommen die dann hin, dass man die Schere rausnehmen kann. Und da stehen dann auch schon die richtigen Nummern drauf. Die hat man ja ruckzuck. Und ja, hier kommen dann wahrscheinlich Aufkleber drauf mit der passenden Ersatzteilnummer. Kurbelwelle kommt in die, ja, ins Kurbelwellefach.
Ah, da wird auch noch demnächst einiges umgebaut. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das dann irgendwann nochmal stream. Quasi so der Ladeaufbau oder wie man es nennen könnte. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich habe aktuell ganz viele andere Sachen um die Ohren. Deshalb versuche ich gerade ein bisschen, wenigstens irgendwas mit Livestreams zu bringen. Auch wenn das nicht so ganz die Art von Content ist, die ich machen wollte. Ich bin immer noch eher der Fan von den geschnittenen Videos. Ah, Madden, Grüße aus der Zwiebackwelt. Grüße zurück an die Zwiebacksäge Pfalz. Bei denen können ja auch mal wieder vorbeigucken. Die haben zwar auch schon ewig nichts mehr hochgeladen. Aber ich finde, oder Hänse? Ich habe auch als nicht mehr die Zeit, es zu gucken. Egal. Gucken einfach mal bei den Jungs vorbei. Gucken auch bei uns vorbei. Gucken mal auf Instagram. Da kommt alles immer was öfter, weil so Bildchen hochlade ist auch mal in der Mittagspause oder so möglich. TikTok kommt auch also mal was, aber den Quatsch lade ich dann auch auf YouTube hoch. Facebook und ja, keine Ahnung, was gibt es noch für Plattformen? Twitter. Ja, Twitter, schon auch. Es gibt auch Gradwerk Twitter. Gucken wir auf Gradwerk Twitter vorbei, dann mache ich das vielleicht, oder X, wie es jetzt heißt. Dann mache ich das vielleicht mal öfters was. Wie gesagt, es kommen irgendwann demnächst wieder richtig tolle Videos, nicht nur hier Kamera in die Ersatzteilinhalle und babbele. Da haben wir wieder schöne Vergleichsvideos. Die DB geht irgendwann mal weiter. Die steht übrigens noch immer hier offen. Und da habe ich mal ein Video gemacht. Steht der Großteil noch immer hier. Ich bin noch zu nichts gekommen. Ich komme gerade nicht dazu, die zum Entlacken zu bringen, die Teile. Die ich noch, sie ist für vollständig. Die DB200 ist vollständig, bis auf die Hub. Und es geht nicht weiter, weil die Zeit fehlt. Das ist traurig. Ja, aber die Motoren von euch, die gehen weiter. Und dann ist irgendwann demnächst auch mal wieder mehr Zeit. Und dann geht es auch mal wieder mit anderen Projekten weiter. Und dann gibt es hoffentlich weiterhin Streams plus Videos. Das wäre nämlich schön. Ja, und irgendwann würde ich dann auch mal gerne Streams mit irgendwelchen, also so mit anderen Quatschköpfen, wenn man über irgendwas labert, so was weiß ich, sonntags oben, das wäre das zum Beispiel ganz nett, weil das kann man ja nicht wirklich was schaffen. Ja, wo man sich dann mal hier hockt, wo man mit der Zwiebacksäge, da habe ich auch mit dem Ende schon längere Zeit Pläne. Aber ich komme einfach zu nichts. Das ist schlimm. Ja, aber das Paket ist ausgepackt, das ist gemacht. Jetzt kommt noch die schlimmste Arbeit. Also nicht im Stream, aber die ganze Sache hier irgendwo mal inzusortieren, das ist eigentlich die meiste Arbeit. Das Auspacken ist die schönste Arbeit. Ja, und halt, also, ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwas, ich muss selbst überprüfen, also erstmal alles nur gucken, dass die richtige Anzahl da ist. Und dann gucken, ob irgendwas zurückgeschickt wird. Und dann wird das nach und nach insortiert. Vielleicht, also es passiert heute nicht mehr, ich muss mal wieder arbeiten. Vielleicht streame ich sowas irgendwann nochmal. Das ist immer sehen, was das so für ein Aufwand ist, weil mir die alle mit Originalersatzteilnummer, also der originale Ersatzteilnummer halt inlagern, damit wir in der Kataloge nur gucken können, was gebraucht wird. So wie es halt gemacht werden sollte. Also was bringt im interne Nummer. Ja, und da überlege ich mir mal was. Da machen wir mal einen netten Stream, da muss ich ein bisschen Platz machen, dass man dann die Kamera schön hinstellen kann, dass man da ein bisschen nettes Bild hat und Computer und Etikettedrucker und so Sachen hin. Dass das alles, ja, wie am Schnürchen läuft, weil das ist, Vorbereitung ist das A und O, das ist auch bei der Motorinstandsetzungsvideos leider so. Also die Vorbereitung dauert meistens länger als der Stream selbst. Weil man halt alles sauber macht, Teile holt und so weiter. Aber wer sowas selbst macht, wäre es das wahrscheinlich nur halt, wenn man nicht gerade streamt, dann kann man hingehen, kann man noch eine Stunde Kaffee trinken zwischendrin, während man das Teil holt. Oder kann, wenn dann doch irgendwas fehlt, auch noch schnell irgendwo ins Geschäft fahren, kann die Endschraubkaufe. Das geht halt im Stream alles leider nicht.
jede Minute, die man nicht vor der Kamera ist, ist halt langweilig. Und zum Thema Streaming, Motore und so Kram, da ist ganz viel in Planung. Ich saß jedes Mal und das dauert auch noch ewig, weil das richtig fett Geld kostet. Mit Equipment-Verbesserung. Dass das Ganze hier nicht nur hier so ein bisschen ist, sondern Ansteckmikrofone, mehrere Kameras und so weiter und so weiter. Aber ja, ich wäre nicht von Funk finanziert, sondern aus meinem eigenen Geldbeutel und da ist das Ganze anders. Ich habe leider keine Hunderttausende für irgendwelche Schreiberlinge. Und selbst wenn, dann würde ich es wahrscheinlich eher für irgendwelche Motorräder ausgeben, dafür sein Quatsch. Ja, dann, ich quatsch schon seit 10 Minuten nur noch irgendeinen Kram. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Weitergeholfen wahrscheinlich nicht wirklich, aber vielleicht mal in Susanne Inblick gibt oder einfach 40 Minuten von einem Leben verschwendet. Und ja, es kommt auch kein Kommentar mehr. Ich wackel mir hier in der ab, weil ich das Stativ die ganze Zeit festhalte. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Am Wochenende kommt wahrscheinlich kein Stream und wahrscheinlich auch kein Video, weil ich wirklich nicht die Zeit dafür habe. Aber Short dürfte noch kommen. Ich habe was hochgeladen auf TikTok. Das lade ich jetzt noch die Tage dann auf YouTube hoch. Aber ansonsten kommt vorerst jetzt einmal nichts. Von daher würde ich euch dann auch schon mal im Voraus schönes Wochenende wünschen und viel Spaß dann bei der Samstags-Schrauberei. Und bis zum nächsten Mal, Video oder Stream bei Gradwerk Pfalz. Schauen euch auf jeden Fall das letzte DB200-Video an. Das war das mit dem Tank. Oh, Martin schreibt, ich schaue in den kommenden Tagen vorbei, deine Teile sind fertig. Das ist sehr schön, dann gibst du nämlich einen Post dazu, weil du kommen dann wieder einige DB-Teile zurück, weil der liebe Martin die für mich weggebrochen hat, weil ich halt keine Zeit habe, die wegzubringen zum Galvaniker. Und er musste dort eh hin. Und dann bringt er ein paar wunderhübsch geschwärzte Schräublis und ich weiß gar nicht, was ich ihm alles gebe. Ich habe ziemlich viel Kram wieder gebe. Da gibt es dann auch noch ein paar Posts dazu. Und damit geht es dann auch wieder ein Stück weiter mit der DB200. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, nachdem ich jetzt noch mal voll ausgeschweift bin. Ausgeschwiffen? Ne, das ist kein Wort. Ihr merkt es, mir fehlen die Worte. Ja, viele SKA E133, nicht E134, viele SKA E133 Teile. Das ist korrekt, denn demnächst kommen die SKA E133 wieder in den Shop. Ja, wir haben wieder was verbessert. Ja, und noch schöner. Und mit Gradwerk Pfalz Logo drin. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die ganze Cash-Tasche. Ich muss gucken, wo ich die herkriege. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Jetzt mache ich, dass ich hier ausmache, bevor hier noch mehr Kommentare kommen und ich doch noch 50 Minuten Eierzeit verschwende. So, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Schauen vorbei bei der Zwiebacksäge. Da aktuell nicht genug DB-Zeug kommt, gucken auch vorbei bei Frontal Filmwerke und beim Gute Hilde Productions. Ach, wenn der noch viel weniger hochladet als ich aktuell. Egal, geben denn alle Abonnenten. Machen die alle größer, damit die mich wieder groß machen können. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.